Herzlich willkommen und guten Tag zum letzten Zonenpart hier in Sonnige Twunks 3. Und auch ein Hallo natürlich nochmal ganz offiziell, dass wir es hier machen zum Sonic Spiele Showcase im Rahmen von Michas Zockrunde. Ja, die letzte Zone in unserem Projekt Sonic Adventures 3 ist die Chaos Angel Zone. Die spielen wir heute. Wir haben letzte Woche und diese Woche schon die Schausuche gestartet. Folgender Ablauf jetzt. Wir spielen die Zone Chaos Angel heute ausnahmsweise ohne den Bosskampf, da wir sonst mitten im Finale wären. Wir wollen die Edelsteine natürlich sammeln noch, ganz klar. Hierfür müssen wir dann allerdings noch die Schausuche in der Zone 5, 6 und 7 machen. Die machen wir dann in der kommenden Woche am Montag, Mittwoch und Freitag. Genug geredet, ihr wisst, welches Schema wir machen. Wir geben ab in die Chaos Angel Zone, in das Finale von den Levels, von den Acts, geben wir ab zum heutigen Gameplay. So, da sind wir aus dem großen Ring gesprungen und gehen gleich in den ersten Akt hier rein, die Chaos Angel Zone. Leute, es ist die schwierigste Zone, die wir jemals gespielt haben, glaube ich, in einem Sonic-Spiel. Ich habe die gar nicht mehr so schwer in Erinnerung, aber tatsächlich, nachdem wir vieles gespielt haben in der Sonic-Welt, ist das hier die komplizierteste. Wir werden aber auch ein bisschen Glück haben, tatsächlich. Wir werden viele Schaus finden, die uns die Schausuche in der kommenden Woche, die Chaos Angel Zone wird am Freitag dran sein, erleichtert. Wir werden dann auch zum allerersten Mal nicht so richtig die Zone zu Ende spielen. Eben habe ich es gesagt gehabt. und schon haben wir richtig gefailt. Genau. Wir werden die Zone aber auch wirklich nicht so richtig zu Ende spielen in der Schausuche, weil wir Glück haben. Die Spots sind sehr schön. Wir können, wenn wir die Zone das erste Mal abgeschlossen haben, dann mit der Starttaste aus dem Level raus. Wir werden hiervon definitiv Gebrauch machen, haben dies sogar auch schon in der Cybertrack-Zone beim letzten Mal gemacht, dann in der Schausuche für die kommende Woche. Tails ist hier eine Nuss tatsächlich, stellt sich mal wieder als bester Charakter heraus, als Einsteigercharakter definitiv oder auch als Charakter, wenn irgendjemand genervt ist von dem Ganzen, von dieser ganzen Suche. Tails kann fliegen, das sind alles Vorteile, die brauchen wir. Wir hatten eigentlich nur eine einzige Stelle gehabt in der Schausuche dann auch, wo wir zwingend Knuckles gebraucht haben. Ne, könnt ihr euch noch erinnern an der Ocean Base Zone. Aber gemacht, gemacht, wir sind ja nicht jetzt hier in der Schausuche, wir sind in der Chaos Angel Zone mit einem sehr komplexen Aufbau, wobei, wenn wir uns nächste Woche die Map Rolling anschauen, gar nicht mal so schlimm. Wir haben eigentlich immer einen Innenraum, Freiraum, Innenraum, Freiraum und dann nochmal einen Innenraum. Sie sind eigentlich relativ übersichtlich. Nur man hat ja wirklich ein sehr gezoomtes Bild, ne, beim GBA. Diesen Überblick, den hat man meistens nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ich habe mich nämlich mit den Map-Rollingen nicht beschäftigt im Vorfeld. Die habe ich erst mir angeschaut in der Schausuche. Da ich hier wirklich ein unverfälschtes Gameplay-Projekt haben wollte in dem Augenblick. Sie ist ultra komplex von der Spiellänge. Die Goldmedaillen gibt es aber quasi gesagt hinterhergeschmissen. Wenn man zügig durchkommt, ist es, man muss nicht auf Tempo spielen. Zügig durchgehen, gut durchgehen. Ihr seht es ja eigentlich, wir halten uns mal hier an der Stelle auf ein bisschen. Ich habe in allen drei Akts die Goldränge erreicht.
die haben wir nie priorisiert, die zähle ich auch nicht zu unserem... Oh, Entschuldigung. Die zähle ich auch nicht zu unserem 100% Spieldurchgang. Fix nochmal, da ist mir ein bisschen die Stimme weggegangen oder weggehen. Aber alles okay. Jetzt sind wir in dieser Freiphase und hier können wir auf die Federn und dann nehmen wir doch tatsächlich den ersten Schau hier mit. Das werden wir nächste Woche bei dem Map Rolling sehen. Diese Passage spielen wir nicht noch einmal, ganz bewusst. Bleiben oben. Weil wir hier auch eine Tür haben, die wir nicht kaputt kriegen. Und gleich müssen wir uns höllisch beeilen, denn da kommen jetzt gleich Wandelemente raus. Da ist ein Schau. Da sind die Wandelemente. Und wir müssen den linken oberen Eingang nehmen. Wow, wurden fast erdrückt. Übrigens, guten Morgen bei mir hier mit meiner Nachkommentierung. Es ist ein Sonntagmorgen im März. Ich habe es ja beim letzten Mal erwähnt, dass ich das, oder die letzten Male, dass ich das Projekt mit einem sehr hohen Vorlauf aufnehme. Ich gönne mir hier gerade eben bei der Nachkommentierung an einem Sonntagmorgen ein Tässchen Cappuccino. So funktioniert das mit meiner Zockrunde. Ganz relaxed. Relax nicht für unseren Fuchs hier. Oh, habt ihr diese Elemente gehört? Das klingt wie aus Zelda, aus Kokulin, diese Soundeffekte, wenn diese Eule spricht. Goldrang. 5 Minuten ist, denke ich mal, das Limit, wenn nicht sogar 6 Minuten, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber wir sind ja eigentlich zügig ordentlich durchgekommen, ne? Das müssen wir erwähnen. So, zweite Zone, zweiten Akt machen wir auf jeden Fall noch. Ich setze heute aufgrund der Videolänge einen kleinen Zwischencut bei mir in meiner Aufnahme. Ich kann maximal nur 4 GB am iPad bearbeiten. Das ist im Übrigen definitiv... Aua, genau, Ted sagt es. Das ist im Übrigen definitiv mein letztes Projekt am iPad, vermutlich. Definitiv vermutlich, ne? Hebt sich schon gegenseitig auf. Nein, wirklich... da ich mir einen iMac holen möchte, einen Laptop vom Apple, sehr gerne. Ich habe mal Bock auf was Neues und so richtige Tablets gibt es nicht. Und hin und wieder, bei mir ändert sich ein bisschen was. Einen kleinen Schreibtisch habe ich vor, mir im März zu holen. Ihr seht es im Juni. Juni, Juli, mal gucken, was ich so... ergeben hat dann am Ende. Das werden wir dann in den nachfolgenden Projekten sehen. Wie gesagt, ich kann mich nur entschuldigen, wir haben einen sehr, sehr großen Vorlauf. Das Projekt entstand im März 2024. Selbst die nachkommentierte Phase. Das muss nicht heißen, dass die Bearbeitung unbedingt im März stattfand. Das ist dann meistens so ein großes Projekt einen Monat später. Es könnte Ende März, Anfang April sein, dass ich die Videodateien zusammensetze mit den Audio, mit der Audiokommentar-Tonspur. Dennoch haben wir, wenn wir mal April rechnen, diese Zockrunde hier wird im Juli erscheinen, die Chaos Angel Runde. Wir haben einen gewaltigen Vorlauf.
Haben aber auch, muss man sagen, gerechte Videolänge, ne? Für mein Format absolut passend. Ja, und wie soll man denn das hier schaffen? Bei null. Wir hatten keinen Sternposten. Oh, Leute, ihr könnt es euch nicht glauben. Mein Blick, wenn Blicke töten könnten. Ich habe beim Zocken gedacht, was für ein... Es hat einfach irgendwie scheinbar falsch geladen. Das fällt mir hier bei vielen Elementen auf. Habe ich mir bei euch schon einen Remastered oder eine Neuauflage gewünscht? Ja, ne? Ich habe ja seit der Twinkies Note Zone mein Herz an euch ausgeschüttet. Ich wünsche mir so sehr einen Remastered von der Advance-Reihe. Denn die Spiele an sich, die sind noch wirklich perfekt, ne? Ein Remastered in 16:9 Breitbild, in höherer Auflösung, dass das Bild gleich einen Schritt weiter nach hinten wäre. Ich glaube, Charakter wäre gar nicht mal so viel kleiner am Ende. Weil wir ja am Ende ein größeres, besseres Bild haben. Gut, okay, kann natürlich sein. Ich überlege gerade die ganze Zeit, die Charaktere... empfinde ich im direkten Größenvergleich 3-4 Pixellängen größer. Das müsste sich ein bisschen ausgleichen. Natürlich kann man das Bild jetzt nicht zu weit nach hinten zoomen. Aber... ja. Aber da würde schon irgendwas gehen, tatsächlich. Jetzt haben wir keine Ringe mehr. Bin ich auch nicht hier hochgekommen. Ich wollte nicht nochmal in den Raum rein, aber ich glaube, wir müssen da nochmal rein... Wer weiß, vielleicht hat einfach nur was falsch geladen. Ja, schaut mal. Oh, oh. Ja. Keine Ahnung, woran es eben lag. Das ist ein Trollmoment gewesen. Abgebucht. Abgebucht und ausnahmsweise abgenommen. Hier beim großen Levelfinale. Levelfinale muss ich eigentlich dazu sagen, denn... wir werden heute nicht den Bosskampf spielen. Hat ein paar aufnahmetechnische Gründe. Wir würden nämlich gleich in den Final Boss kommen, zu den Credits am Ende. Ja, nee, Leute, also, Chao-Suche muss noch gemacht werden. Ich habe ja, auch wenn ich schon sage, ja, nächste Woche machen wir die große Chao-Suche, alles ist vorbereitet. Ja, natürlich. Bei meiner Art Videoaufnahmenweise ist alles vorbereitet. Aber zu dem spielerischen Zeitpunkt, das ist ja jetzt die Aufnahme erstmal ohne Rolling, Map Rolling anschauen und so weiter. Ne? Ich muss ja die Schausuche direkt im Anschluss machen, das ist die letzte Zone. und wir hatten ja dann noch oder haben ja noch vor uns die Special Stages. Die habe ich zu dem Zeitpunkt, auch wo ich es nachkommentiere, noch nicht aufgenommen. Tatsächlich. Also oft mal zeitlich euch das ein bisschen einzusortieren. Wenn diese Gameplay-Aufnahme durch war, Zone 1 bis 6 hatten wir alle Schaus gesammelt. Ist dann direkt die Schausuche dran nach dem dritten Akt bei mir gewesen. Anschließend die Special Stages. Wir müssen nochmal in die Levels rein, ein bisschen die Schlüssel farmen vielleicht. Ich würde darauf aber verzichten, euch zu zeigen, wo die Schlüssel sind. Sie sind in den Levels auch an festen Spawnpunkten. Und wir konzentrieren uns auf die Special Stages. Dann in 2 Wochen im Übrigen hier auf meinem Kanal. Nächste Woche also die Schausuche und dann Special Stages und dann die finalen Kämpfe. Den Bosskampf aus der Chaos Angel Zone, das große Finale und vielleicht kriegen wir ja auch ein Super Sonic Finale, wobei wir, denke ich mal, als Worstes, ne, wie lange werden wir zurückgesetzt? Gut, gar nicht so lange, 15 Sekunden. und wir werden dann vielleicht noch ein Super Sonic Finale haben, mal schauen, aber ich glaube, sehen wir das als 100%. Wir schließen es mit meinen Buddy Tails ab und machen Super Sonic irgendwann mal. Das
sah falsch aus, das hat sich falsch angefühlt, auch beim Spielen, glaube ich. Tails war so in einer gebückten Stellung, als die Plattform runterfiel. Das fiel uns in der Twinkle Snow Zone bei dem... Jetzt bin ich zu hektisch gewesen beim Zocken, aber wir haben ja zum Glück viele, viele Leben. Ihr seht, der Zähler C ist noch bei 9. Wir haben ganz viele Bonus-Stages gemacht und das haben wir jetzt hier gut gemacht. Dafür gibt es ein Lob. Da muss man sich dann mal kurz sammeln und sagen, okay, tief durchatmen und es nochmal neu versuchen. Ärgerlich, wir sind ganz knapp vorm Ziel gescheitert und haben so viele Fuchsleben liegen lassen. Aber es gibt Goldrang als Belohnung. Da die Zeit immer zurückgesetzt wird, das ist auch nicht in jedem Sonic-Spiel tatsächlich gewesen. Hier oben haben wir den Eingang zur Bonus-Stage. Oder zu den Minispielen, besser gesagt Bonus-Stage, ne? Minispiele. Ich glaube, besiege die Feinde. Genau. Und noch einmal zu den Spielregeln. Ihr seht 8 Bubblen unten. Das sind 8 Feinde, 60 Sekunden. Und je schneller wir sind, desto mehr Leben gibt es. Ja, 2 oder 3 wären ja nochmal ganz schön. Wir haben ja ein paar Füchse hier liegen lassen. 2 Bubblen haben wir nicht. Wir haben no rings, ne? Alles gut. Wir können getroffen werden, so oft wie wir wollen. Es ist ein Minispiel. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Mechanik tatsächlich. Gefällt mir. 5 Bubbles haben wir aktiviert, also 5 Feinde. 3 noch zu gehen. Da ist der Bassbomber. Die Bad Nicks haben natürlich eigentlich auch nochmal alle Namen. Ich kann die euch gar nicht alle aufzählen. Aber es sind kreative Sachen dabei. 14 Sekunden, schade, bei 15 hätte es sicherlich ein Leben noch mehr gegeben. 2 haben wir aber abgreifen können. Ja, eine kleine Ergänzung hier mal noch bei der Bearbeitung, da es doch aus Juni wurde, wo ich es aufnehme. Es ist kein Laptop von Apple geworden oder so. Ich habe ein neues iPad-Setup mir zusammengestellt, das neue iPad Air M2. Kurzer Videoschnitt. Ganz genau, das iPad Air M2. Ich habe mir noch schöne neue Tastatur und Maus geholt. Wir werden da viele neue Zockrunden haben. Jetzt geht's aber erstmal weiter. Ciao gefunden. 7 Ciao ist noch übrig. Ganz genau. Das war ein kleiner Videoschnitt. Den musste ich machen, um ein bisschen für die Aufnahmelänge, weil ich nicht wusste, was erwartet uns jetzt hier noch im Akt 3. Hölle. Eine Plattform, nee, 3 Plattformen, Entschuldigung, ihr seht nur eine, es sind 3, keine Sorge, die sich einfach nur von links nach rechts bewegen. Und jetzt kommen wir hier nochmal auf den kleinen Bildschirmausschnitt zu sprechen. Ach man, wäre doch viel einfacher, wenn es ein bisschen Breitbild wäre, ein bisschen rausgezogener. Ja, deshalb würde ich mir so ein Remake so sehr vom Herzen wünschen. Ich habe das hier gar nicht mehr in Erinnerung tatsächlich gehabt. Wobei, wo ich es dann gespielt habe, ach ja, da war ja was. Oh! Da war ja was, genau. Solange wie unser Zähler noch nicht runterzählt, hier bei unserem Leben, wo wir unseren Fuchs- und Sonic-Symbol haben. Im Übrigen finde ich das ganze System in Sonic Echoes 3 wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ach, Sonic opfert sich für uns. Kleine Opfergabe. ich schaue immer mal nach oben, ob wir vielleicht einen Schau oder so haben. Ich kann beruhigen, bis auf die zweite Plattform ist kein Schau irgendwo versteckt. Ah! Ärgerlich gewesen. Dritter Versuch, glaube. Der muss jetzt sitzen hier. Also ich kann euch, wie gesagt, gar nicht sagen. Ich denke mal, wir hatten über 40 Leben gehabt. Einige, ich hatte die Schausuche schon gestartet gehabt. Hin und wieder auch mal da natürlich gefailt. Ich denke mal schon, dass wir noch so 15 Leben beisammen haben. Wenn man mal zusammenrechnet, wir hatten beim Twinkle Snow
in der Twinkle Snow Zone beim Bosskampf ein paar Füchse da liegen lassen. Definitiv hier. In der Cybertrack Zone sind wir ja ganz gut durchgekommen. Ah, unser Fuchsschwanz hier. Die Passage hier müssen wir noch einmal spielen, denn genau über uns wäre ein Schau. Schauen wir uns dann nächsten Freitag an in der Schausuche. Deshalb spielen wir den ganzen Level nicht noch einmal. Ihr seht, was jetzt hier kommen wird und passieren wird. Aber wichtige Passage, vielleicht machen wir einen Videoschnitt dann in der Schausuche, um euch nochmal den zweiten Schau zu zeigen, denn der ist nämlich in unmittelbarer Nähe. Das können wir eigentlich machen. Wir machen gleich einen Videoschnitt, zeigen euch hier nochmal den Schau hier in diesem Akt. Der ist ja dann doch sehr, sehr speziell. Akt 2 müssen wir nämlich komplett spielen, weil wir keinen Schau gefunden haben. Viere werden versteckt sein. Hier den Feind besiegen und hier in den Gang rein. Schaut mal. Da ist einer versteckt. Sonic hat sich jetzt auch versteckt gehabt, weil er in seiner Blinkform war. Boah, dann Todessprung hier. So, und jetzt sind wir schon auf der letzten Plattform. Durchatmen. Ne, nicht ganz. Wir haben nämlich jetzt sowas Schönes. Steine. Boah, GBA rugeln. Also kann man sagen, Sonic Advance 3 hat den Game Boy Advance in meinen Augen voll ausgereizt, was 2D-technisch ging. Das muss man einfach so unterstreichen nochmal auch heute hier im letzten Part. Ich meine, schaut euch diesen Hintergrund an, diese Finalstimmung, Gewitterwolken, dann dieses Rot-Violette. Mit diesem, was ist das, Sonnenuntergang, Mond, keine Ahnung. Das ist schon Finalstimmung hier tatsächlich. Und wir werden noch spannende Bosskämpfe vor uns haben. Ja. Wir nähern uns dem Ende. Ist das jetzt schon der Versuch, den wir schaffen? Ja, wir fliegen einfach drüber. Genau, so läuft das hier mit Tails. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Aber bevor wir die Zockrunde beenden, wir haben noch das zweite Bonusspiel. Ihr habt jetzt sicher nicht gedacht, was kommt jetzt noch? Wir haben noch das zweite Bonusspiel. 25 Punkte, holy moly, das ist ja langsam zeitknapper als Punkte. Boah, ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, wobei jetzt haben wir ein bisschen Glück. Ah, ja, 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 ja. Wir haben, oh, jetzt hat man ungefähr 10 Punkte. Okay, ja, ja. 18, 20. 21, oh, die Zeit, noch ein Jahr. 3 Sekunden haben wir noch übrig gelassen. Ein Leben immerhin nochmal. Ich zeige euch kurz den Bosseingang. Da gehen wir rein, wenn wir alles vervollständigt haben hier in Sonic Advance 3. Das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, zu dem Aufnahmezeitpunkt muss ich noch die Schausuche machen. Da oben ist er. Wir würden nach dem Boss gleich ins ganz große Finale gehen. Ach, das wollen wir natürlich nicht, ne? Deshalb lassen wir den heute außen vor. Wir gehen in die Hub World rein. Gehen nochmal ganz kurz zur Schausuche oder zu unserer Schauansicht. 4 Stück haben wir gesammelt in der Zone 7. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Alles voll. Zone 7. Wir haben einen Schau im ersten Akt. Den Akt 2 müssen wir komplett spielen. Ja, und den angesprochenen Schau wissen wir ja, wo er ist im Akt 3. Den sammeln wir dann natürlich auch noch am nächsten Freitag dann, wenn Zone 7 dran ist.
Das war's jetzt allerdings erstmal hier von Sonic Adventures 3 in unserem Tales zum Sonic Durchgang. Wir sind im Endplay, definitiv. Ich freue mich drauf, unsere kleine Schau-Spezialwoche Montag, Mittwoch und Freitag, Zone 5 bis 7 in der Schausuche. Übernächste Woche dann die Special Stages. Bis dahin, schönes Wochenende. Euer Micha.